Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über das Thema Sicherheit und warum das so gefährlich für deine Entwicklung und dein Erfolg bei Frauen ist. Also Sicherheit, darum soll es heute gehen. Thema Komfortzone, wenn du ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung, eine Mumie entwickeln, zu tun hast, dann weißt du bereits, was das heißt, Komfortzone. Das ist einfach der Bereich, in dem du dich ganz automatisch wohlfühlst. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, jeden Tag um 6 Uhr aufstehst, dann zur Arbeit gehst, dann Mittagessen mit deinen Kollegen bist, du kommst abends um 17 Uhr wieder, setzt dich vor den Fernseher und lässt den Abend bei einem entspannten Bier ausklingen, dann ist das deine Wohlfühlzone. Und das ist einfach der Bereich, in dem du dich sicher fühlst und wo dein Gehirn dir sagt, hey, guck mal, hier kann nichts passieren, du lebst, du kannst dich vielleicht irgendwann fortpflanzen und wunderbar, perfekt, bleib genau in diesem Bereich. Also dein Gehirn, das musst du verstehen, sorgt dafür oder hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass du am Leben bleibst und dich dann irgendwann auch mal fortpflanzt. Das ist alles, was dein Gehirn zu tun hat und dein Gehirn wird auch genau das tun. Dein Gehirn wird immer versuchen, dich in dieser Wohlfühlzone zu halten und deswegen ist dein Gehirn, dein Verstand nicht dein Verbündeter, wenn du dich weiterentwickeln willst oder wenn du deinen Erfolg bei Frauen verbessern willst. Und unser Verstand und die Wohlfühlzone ist meistens der größte Punkt, der uns davon abhält, unser Leben zu verbessern. Ja, auf der einen Seite wollen wir das. Gedanklich gesehen denken wir uns, wie geil wäre das, wenn wir regelmäßig Frauen kennenlernen würden, regelmäßig mit heißen Frauen schlafen würden, eine geile feste Freundin hätten oder was auch immer du dir vorstellst. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann wunderst du dich, warum es nicht funktioniert. Aber es liegt an deinem Verstand. Es liegt daran, dass dein Verstand dich in deiner Wohlfühlzone halten möchte. Das musst du verstehen. Das heißt, immer wenn du auf der Straße unterwegs bist, immer wenn du zum Sport gehen willst, immer wenn du dich in der Karriere weiterentwickeln möchtest, immer wenn du dich als Mann, als Mensch weiterentwickeln möchtest, dann wird dein Verstand dir wahrscheinlich gewisse Blockaden aufzeigen, einfach um dich in deiner Wohlfühlzone zu halten, denn dein Verstand weiß, da kann dir nichts passieren. Aber da kannst du dich auch nicht weiterentwickeln und auf Dauer wirst du enorm unattraktiv für Frauen, weil die Frau halt merkt, hey, das ist nur einer von diesen 0815 mittelmäßigen Männern, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen und sich nicht weiterentwickeln. Es braucht Mut, es braucht Stärke, durch seine Wohlfühlzone, durch seine Komfortzone durchzubrechen und Dinge zu tun, die einem Angst machen. Ja, das sind die Sachen, die mache ich mit meinen Teilnehmern im Workshop. Wir brechen durch Komfortzonen, durch Widerstände. Komfortzone-Challenges heißt das auch, wenn du auf der Straße schreist oder wenn du schreiend durch die Stadt läufst oder wenn du in der Bahn eine Frau ansprichst. Das sind alles Sachen, die fordern dich in deiner Komfortzone heraus. Und wenn du auch schon mal deine Komfortzone überwunden hast, weißt du auch, wie geil sich das anfühlt. Am Anfang denkst du dir, oh nein, soll ich das wirklich machen? Ich will das nicht machen. Was könnte Schlimmes passieren, wenn ich es mache? Dann brichst du durch den Widerstand und fühlst dich großartig. Du hast dich weiterentwickelt. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Kreis. Also nehmen wir mal diesen Kreis, ja, nicht reingeguckt. Nehmen wir mal diesen Kreis. Das ist eine Wohlfühlzone. So. Und so viel Selbstvertrauen hast du auch in dich, so groß wie dieser Kreis ist. Ja, so viele Fähigkeiten hast du, so groß wie der Kreis ist. Und sich weiterzuentwickeln bedeutet halt, diesen Kreis zu erweitern, indem du immer weiter deine Wohlfühlzone nach außen drückst, indem du dich immer in mehr Situationen begibst, die dich herausfordern und dadurch wächst du. Dadurch wirst du dauerhaft glücklich. Wenn du dir in deinem Leben gerade denkst, hey, da geht noch mehr, da geht noch was, das kann noch nicht alles gewesen sein, ich habe noch mehr Potenzial, ich kann mich noch mehr Herausforderungen stellen, ich kann einfach viel mehr aus meinem Leben machen, dann musst du regelmäßig durch deine Wohlfühlzone brechen. Und ich habe eine Aufgabe für dich, eine ganz klassische Komfortzone-Challenge, die du jetzt als Aufgabe bekommst, wenn du dieses Video hier schaust. Wenn du das Video schaust und die Eier dazu hast, dann gehst du jetzt innerhalb dieser Woche, wir haben ja jetzt Montag, einmal in die Stadt, ja, in einen Stadtbereich und schreist für 10 Sekunden laut. Ja, also wirklich dich hinstellen, 10 Sekunden, mach den Timer auf die Ohren und schrei einfach, schrei dir die Lunge raus. Schrei so laut du kannst. Meinetwegen kannst du das auch aufnehmen für dich und dann schreib mir in die Kommentare, ob du es gemacht hast. Ich kann es nicht überprüfen, ich weiß nicht, wer dabei ist, aber wenn du die Eier hast, mach es und merk mal, wie du dich danach fühlst. Und wenn du es schaffst, regelmäßig deine Wohlfühlzone zu verlassen, regelmäßig durch Widerstände zu brechen, dann wirst du ein Leben entwickeln, das du einfach gerne lebst. Dann wirst du ein geiles Leben haben und das merken dann auch die Frauen, um mal wieder die Brücke zum Flirten zu schlagen, das merken dann auch die Frauen und wissen, okay, das ist ein Typ, der ist attraktiv, der bricht durch Widerstände, auf den kann man sich verlassen, der macht was im Leben, der kümmert sich um sein Leben, der packt Dinge an und der ist auch in der Lage, gegen Ängste zu handeln, der wird nicht von seinem Verstand kontrolliert und der ist einfach frei. Ja?
Und das ist natürlich was enorm Attraktives für Frauen. Deswegen die Aufgabe an dich, wenn du dieses Video jetzt schaust, mach die Wohlfühlzonen-Durchbrechungs-Challenge. Geh in die Stadt, schrei für 10 Sekunden, schreib mir in die Kommentare, wenn du die Eier hast und das gemacht hast. Und dann überleg dir einfach als regelmäßige Aufgabe, wie kann ich regelmäßig außerhalb meiner Komfortzone leben? Was könnte ich diese Woche zum Beispiel tun, um meine Komfortzone zu erweitern? Was könnte ich tun, was mir Angst macht? Was könnte ich tun, was ich noch nie gemacht habe? Was könnte ich tun, um mich effektiv weiterzuentwickeln und um ein noch geilerer Mann zu werden und ein noch geileres Leben zu haben und damit fast ganz automatisch, fast wie auf Knopfdruck, und das ist wirklich so, fast wie auf Knopfdruck, Frauen anzuziehen. Geil, dass du hier warst. Morgen sprechen wir über ein super interessantes Thema, nämlich wie du Konkurrenz unter Frauen nutzt, um noch mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Da kannst du schon gespannt drauf sein. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Wir sehen uns und ich bin gespannt, wie viele Leute die Challenge packen, wie viele Leute die Eier haben, diese Wohlfühlzonen-Schrei-Challenge zu machen. Schreib es mir in die Kommentare. Geil, dass du hier warst. Links neben mir kannst du das Video abonnieren, den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, in der wir einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du deinen Erfolg mit Frauen innerhalb der nächsten 3 Monate verdoppelst oder verdreifachst. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, geil, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich sehe dich morgen wieder zum, wie du Frauen benutzt, um andere Frauen eifersüchtig zu machen und noch mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.